Verliebt. Ja, er hat sich verliebt. Plasma Patrick hat sich endlich verliebt, ja. Und jeder einzelne Kunde muss es sich anhören. Egal, ob sie eigentlich nur beraten werden wollen oder einen Fernseher kaufen wollen. Erstmal wird die große Geschichte von Mona und Plasma Patrick erzählt, die es eigentlich gar nicht gibt. Ja. Ich suche einen LG-Fernseher. Können Sie mir da weiterhelfen? Ja, könntest du mir auch kurz helfen? Ich suche die Mona. Ne? So eine, die arbeitet auch hier. Die hat auch so Klamotten an, hat keine Krawatte, aber eine rote Brille, gelbe Haare. Patrick, du kannst nicht die Leute, die stelle ich nach deiner Freundin aber fragen. Aber die ist nicht da heute. Ich sehe die ist nicht. Das auch gar nicht deine Freundin? Also deswegen jetzt beantworte mal die Frage jetzt hier, sonst ist hier Feierabend für dich. Ja, dann heißt es Urlaub und Wiedersehen. Das ist irgendeine Frau, die arbeitet da hinten. Ich habe die auch ein, zwei Mal gesehen. Die ist Aushilfe bei uns in der Waschmaschinenabteilung. Wenn die weiterarbeitet, hat sie gesagt, haben wir letztens mal gesprochen, wird sie die Waschmaschinenabteilung übernehmen. Und dann guckst du ganz blöd in die Tonne, guckst du dann nämlich. Ja, genau. Er nennt sie auch immer Mona Lisa, ja, weil er denkt dann irgendwie, das schmeichelt ihr. Ne? Weil das also hier hast du auch ein bisschen was von ihr? Oh, ja. Danke. Ja, jetzt haben sie in deiner Backe, ne? Auch gelbe Haare hast du auch. Danke. Das sind blonde Haare, nicht gelbe Haare. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, naja. Mona. Ja, ist dann immer, er sagt dann immer, er wäre quasi, also sie wäre seine Mona Lisa und er wäre dann ihr, wie heißt der noch, der die Mona Lisa gemalt hat, der Italiener? Nee, Da Vinci? Ja, Da Vinci, genau, Leonardo Da Vinci, Leonardo richtig, Da genau, Vinci. Ja, ja. Ja, das wäre ich dann für sie, ne? Ich male die dann. Aber es ist ja ein Missverständnis. Eigentlich heißt das, wird ja gar nicht Mona Lisa, weil Mona ist eine Kurzform, es basiert auf einem Rechtschreibfehler. Mona ist die Kurzform für Mona, da hat man ein N nämlich dann irgendwann in der Übersetzung weggenommen. Im so, Italienischen. Da drauf. Und das heißt, Frau Lisa, die gemalt wurde. Ist gut. So, jetzt guck nach dem Fernseher. Full HD. Ja. So. Wissen Sie, wie ich habe einen Spitznamen geladen? Plasma Patrick. Und wenn sie ganz cool sind, können sie nur sagen, ich bin ein Superheld. Den ganzen Tag guckt der Fernsehen, die Familie ist froh, wenn er mal hier ist. Er ist der Bruder vom Sohn vom Chef. Und, naja, ich kann euch hören. Mona ist die coolste Frau der Welt. Weißt du warum? Wir haben letztens zu Hause haben wir mal ein Plasma auseinandergenommen. Da hat die Röhre ausgebaut. Für eine Frau, muss ich sagen, beachtlich. Wenn es Frauenwahlrecht noch nicht geben würde, ich würde sie ihr zur Liebe einführen. So sehr mag ich die. Mhm. Ja, sag doch, erzähl doch mal, aber Frauen Experte, dürfen, ja? Frauen dürfen ja schon lange wählen. Ja, sag doch mal, ab wann auch denn? Auch zu Recht, finde ich. Ne? Wenn du schon hier, ja, wenn du schon hier mit Halbwissen um dich wirfst, dann sag doch mal, ab wann dürfen die denn wählen? Ja, das kann die Frau dir sagen. Die ist eine Frau, die weiß das bestimmt. Ja? Ja. 1919. Ui. 1919? Ja. Da ist jemand informiert, ja. Guck mal, du bist auch, ne? Sag mal, wenn die Mona heute jetzt gesetzt mal gefallen, die Mona kommt heute nicht mehr rein, ne? Ja. Und ich würde jetzt früh Feierabend machen. Ja. Du und ich. Hm. Guck auf den Fernseher, Mann. Entschuldigung. Meine Güte noch mal. Manchmal habe ich das Gefühl, der hätte mal zur Bundeswehr gemusst, ne? Wirklich, ne? Einfach mal, damit er mal ein bisschen, die Mona war bei der Bundeswehr, oder nee, Quatsch, Frauen dürfen ja gar nicht zur Bundeswehr, ne? Oder dürfen Frauen zur Bundeswehr? Ja. Ja? Ja, ja, dann war die bei der Bundeswehr, ne? Ja. Ich glaube, das ist vielleicht auch das, was ihn so fasziniert. Patrick. Das ist doch die Mona da hinten, ich bin mir immer nicht sicher, ob es die Waschmaschine oder die Mona ist. Pass auf, ich mache einfach so, 150, die hast du dir wirklich verdient. Nein, das ist okay, weißt du, ich mache jetzt Feierabend, mach einfach. Ich gehe zu meiner Frau. Mona? Mona! Der kriegt das eh nicht. Geiles Stück! Nein, bin ich wieder da. Ich dachte,